Hallo Leute und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Harry Potter Wizards Unite. Und hier ist eine ganze Menge zu tun, würde ich mal meinen. Ich dachte mir, heute ist mal wieder eine kleine entspannte Folge und ich muss die leider wirklich wieder mal... Oh, ein Ei, ein Drachenei? Sieht fast so aus. Oder ein anderes Ei. Nein, es hat Spinnenfäden. Das heißt, es ist so ein Ei von so einer Riesenspinne, wenn es mich nicht alles täuscht. Genau, genau, eine Acromantula. Also, ein Ei von einer Acromantula. Newt Scamander hätte uns das bestimmt ein bisschen besser erklären können. Oder Hagrid. Und, ja. Ich muss mich wieder ein bisschen kurz fassen. Holla die Waldfee, Ginny! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ginny. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werfe extra für dich einen Trank ein, um dich zu retten. Und ich bin schon wieder total aus dem Konzept gekommen. Ja, genau. Die Folge muss wieder ein bisschen kürzer sein, weil mein Internet derzeit ein wenig, naja, eigenartig ist und... Je länger die Folge, desto größere Schwierigkeiten habe ich beim Hochladen. Und ja, wenn die Folge locker flockig kurz ist, ist die Chance ein bisschen schöner, dass ich dann quasi, naja, keine Probleme habe. Und Hallöchen, es gewittert und es regnet. Und naja, aus diesem Grund ist die Folge auch wieder ein bisschen kürzer. Und ich wollte mit euch auch nochmal... die anderen Berufe mir noch mal ein bisschen beleuchten. Und ich habe mir überlegt, ob es vielleicht das Beste ist. Es ist ja so eine Let's Play-Reihe. Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht besser ist, einen kleinen Schlussstrich zu ziehen. Ab der 30. Folge, also das hier jetzt die 29. Und die 30. Folge, dass das dann quasi so ein Let's Play-Abschluss ist. Und wenn vielleicht irgendwie was Interessantes und Spinnendes, ja klar, toll. Das war wegen dem Spinnenei, ich sag's euch. Naja, ich habe mir überlegt, es ist vielleicht besser, wenn irgendwie was Spannendes kommt, dass ich dann irgendwie berichte. Aber wenn ich jetzt wirklich so Let's Play-technisch das dann weiter durchziehe, könnte es natürlich sein, dass dann irgendwann die Luft raus ist und, oh hi, keiner so wirklich mehr Interesse hat. Und ja, es soll einfach nicht langatmig werden. Und ich muss mich selber irgendwie, naja, ich muss mir selber eingestehen, ich dachte, ich spiele auch Harry Potter Wizards Unite tagtäglich. Und das ist jetzt nicht der Fall und... Es ist eigentlich schade, weil ich dachte wirklich, dass ich das suchten werde wie bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe mich selbst dabei ertappt, dass es doch ein bisschen, naja, anders geworden ist. Und ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich gerade überhaupt keinen Ton habe. Naja, egal. Ich mache euch eine Tonspur einfach drunter. Ich denke, das geht dann auch, so dass ihr auch Ton habt. Und ein bisschen musikalische Untermalung. Und... Ich gucke jetzt einfach mal im Register. Ränge steigen auf. Und genau. Ich suchte das Spiel jetzt nicht ganz so, wie ich dachte, dass ich es suchten werde. Und ja. Es soll dann natürlich auch authentisch alles rüberkommen. Und ja, wenn man auf Krampf dann Folge für Folge aufnimmt, ist das dann auch nicht gut. Da ist weder euch geholfen noch mir. Und... Vielleicht ist das dann so ein guter Mittelweg, also wenn was Spannendes ist, dann lade ich ein Video hoch, aber so regulär ein Upload-Plan wird es für Wizards Unite derzeit dann nicht mehr geben. Aber vielleicht gibt es ja was anderes. Mal schauen. Ich lasse mir auf jeden Fall irgendwie was einfallen und... Wenn, dann wird es vielleicht dann pro Woche vielleicht eine Folge oder so. Ist vielleicht auch ganz nett, so dass ihr nicht von meiner Stimme genervt seid oder so. Und ich wollte immer noch zu den Berufen hin. Ach, Elsa. Grundlagen der Auroren.
Yep, ich wollte mir aber mal noch ein bisschen, ja, die anderen Berufe angucken, wie zum Beispiel Magiezoologe. Da wechsle ich jetzt mal dahin. Billywig-Stachel. Oh, süß. Gethmin. Oh Gott, Prickle. Das ist aber ein schwieriger Name. Er verlangt, dass alle neuen Magiezoologen sich gegen Billywig-Stachel immunisieren. Es ist nicht leicht zu vermeiden, dabei vorzuschweben. Was? Aber die dafür nötige intensive Konzentration erhöht deine Chance, im Kampf einen kritischen Treffer zu landen. Klingt gut. Habe ich jetzt einfach mal gemeistert? Aha. Rubius Hagrid hat mehrere private Lehrstunden damit verbracht, dir seine nicht so perfekte Version des Ausdauerzaubers beizubringen. Der Zauber gibt einem ausgewählten Teamgefährten Ausdauer zurück. Naja. Dafür müsste man erstmal Leute in der Umgebung haben, die das Spiel spielen. Bei mir ist es wirklich, ja, da spielt keiner. Ich habe wirklich mal bei einem Community Day, wo das mit den Festungen war, in der Stadt mal welche getroffen, aber in näherer Umgebung habe ich das Gefühl, dass keiner das spielt. Und wenn, dann kenne ich die nicht, denn in meiner Pokémon Go Gruppe spielt wirklich irgendwie keiner Wizards Unite. Schade eigentlich. Aber naja, man kann es nicht ändern. Und hier, Orientierungskurssicherheit. Mathilda Grimblehawk hält einen Kurs über die Bedeutung der Sicherheit ab, besonders im Umgang mit Tierwesen jeder Größe. Dein neues Wissen verringert die Schadensmenge, die du unter dem Schutz des Zaubers Protego erleidest. Das klingt doch mal ganz schön. Können wir auch gleich doppelt skillen. Und ach Mensch, dafür wir müssen das machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Naja, auch gut. Was haben wir hier unten? Ein Aufbauzauber. Madame Pomfrey bietet dir an, dir eine rudimentäre Form des Aufbauzaubers beizubringen, der die Ausdauer eines Teamgefährten ein wenig verbessert. Okay, da sind wir mal wieder bei Team und Freunde und ich sehe schon, dass vielleicht Magiezoologe so ein bisschen Teamplayer-mäßig ist. Was? Erumpend sein. Der angesehene Magiezoologe Rolf Scamander. Oh mein Gott, der hat bestimmt was mit Newt Scamander zu tun. Ich glaube, das ist der Enkel. Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist der Enkel. Oder der Sohn? Wartet. Ich habe hier gerade neben mir den Laptop. Ich hoffe, dass mein Internet jetzt nicht abkackt, sodass ich das ganz schnell googeln kann, weil das interessiert mich jetzt extrem. So, Ralph Scamander. Scamander. Harry Potter. Okay. So, Google. Ralph Scamander. Ah, hier steht's schon. Der Zauberer Ralph Scamander war ein Enkel von Newton Scamander. Okay. Oh. Und er heiratet Luna Lovegood. Okay. Auch schön. Warum nicht? So. Gut. Dann hätten wir das jetzt geklärt. Und wir haben es geskillt. Du begleitest ein Team nach China, wo ihr etliche Tage in absoluter Stille verbringt, um endlich einen Demigeist zu sehen und zu fangen. Das ist so ein schönes magisches Wesen. Diese extreme Konzentrationsübung erhöht den maximalen Fokus, den du im Kampf speichern kannst. Okay, auch das verbessere ich. Und ja, ich mache das andere auch gleich mit und gucke mal, was wir hier haben. Zeberius Langarm moderiert eine Forumsdiskussion über die gesundheitlichen Vorteile gründlicher Erholung vor und nach einem Kampf. Du befolgst seine Ratschläge und erhöhst deine Verteidigungskraft, wenn deine Ausdauer im Kampf hoch ist. Okay, ups, weiteres Lesen wird benötigt. Du benötigst mehr Bücher. Hups, okay. Na gut. Auch gut. Das war jetzt ein Wink des Zaunpfahls vorne im Spiel.
dass wir uns jetzt erstmal kurz noch dem Professor widmen und ein bisschen uns das durchlesen, weil ich feiere das so sehr, die Texte. Das ist eigentlich echt cool. Verfallsfluch Maxima. In einem entfernten Winkel der Verliese entdeckst du eine handschriftliche, alternative Beugungsform des Verfallsfluchs, die seine Wirkung vergrößert. Er schwächt den Feind nun so, dass er bei jedem Angriff und jeder Verteidigung noch mehr Ausdauer verliert. Cool, mach ich. Oder auch nicht? Hallo? Ich will's verbessern, dankeschön. Ich meine, es kann ja nicht schaden, wenn man auch mal in den anderen Berufszweigen so ein bisschen die Dinge skillt. Du verbringst ein wenig Freizeit mit Schulleiterin McGonagall, die dich daran erinnert, auch auf das kleinste Detail zu achten. Diese Arbeit erhöht deine Chance auf kritische Treffer. Oh Gott, ich würde so gerne Zeit mit McGonagall verbringen mal. Also nicht als Date, nicht falsch verstehen, wäre jetzt ein bisschen strange, sondern einfach, weil ich sie als Lehrerin total feiere und richtig cool finde. Und das Geilste war ja, wo sie dann im 7. Film diesen Zauber macht mit den Golems und sie so einfach blühwarm erklärt. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe diese Stelle so gefeiert, Leute. Und ja, ich guck mal ganz kurz, was das hier ist. Okay, braucht man die Bücher dazu? Hier braucht man nicht ganz so... Ach nee, mir fehlen die Schriftrollen. Ach Mist. Und hier fehlen mir dann auch die Schriftrollen? Oh nein. Das hier können wir auch nicht skillen? Nee, naja gut. Dann können wir hier wahrscheinlich nichts mehr skillen. Ich switche dann also zu meinem Main-Beruf. Und zwar der Aurore. So, können wir hier noch irgendwie was machen? Also hier diesen Baumzweig. Fähigkeiten, Zweig, Baum, wie auch immer man das nennen mag. Da kann ich nichts vervollständigen, aber es gibt hier so kleine Dinge, die ich gehen könnte. Okay, die Mad-Eye-Methodik. Du musst eine Reihe von Übungstechniken durchführen, die auf Mad-Eye-Moody zurückgehen und bei denen du über eine Stunde lang auf den Beinen bleiben und dich verteidigen musst. Dieses Training erhöht die Schadensmenge, die du im Kampf widerstehen kannst. Klingt interessant, machen wir zum Abschluss. Und ich würde sagen, nachdem ich mir dieses hier angeguckt habe, eine Slytherin-Schülerin, die sich verwandelt hat, ja, werde ich die Folge auch schon beenden. Wie gesagt, ich werde es dann so machen, dass ich diese Let's Play-Reihe als Let's Play-Reihe dann, sehe und dann quasi einen Abschluss mache in der 30. Folge. Und wenn dann irgendwie was Spannendes ist, mache ich dann trotzdem ein Video, aber regelmäßig hochladen werde ich dann wahrscheinlich eher weniger Wizards Unite. Und ja, es soll einfach nicht so langatmig werden, weil ja, es ist ein schönes Projekt. Ich dachte wirklich, dass ich es jeden Tag spielen würde, was ich leider nicht mache. Und es wäre einfach schade, wenn dann irgendwann die Luft raus ist und ich sage, okay, es muss eine Folge kommen, es muss eine Folge kommen und so weiter und so fort. Und ich denke, so habt ihr eine schöne Let's Play-Reihe und das ist eigentlich auch ganz nett, sich anzuschauen. Als wenn dann irgendwie, wie bei zum Beispiel manchen Serien, alles so langatmig ist und Staffel für Staffel kommt und dann einfach das Thema total ausgelutscht ist, ist dann ja nicht sonderlich schön, glaube ich. Und in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr reingeschaltet habt. Ich habe keine Ahnung, in der wievielten Minute wir sind. Aber nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal und ciao!